Nachdem wir das magische Treiben in und um die Stadt Thale in Augenschein genommen haben, machen wir uns nun auf ins Umland. Es wartet auch noch ein echter Hexensabbat auf dem Brocken auf uns. Viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom und ihr habt ebenso viele Möglichkeiten, auf den Brocken zu gelangen. Für alle Wanderfreunde gibt es thematisch wunderbar passende Routen, etwa den Hexenstieg. Mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden, frei wählbaren Zwischenstopps und individuell anpassbaren Wegverläufen kann sich jeder das Passende aussuchen. Je nachdem, wie ihr eure Route gestaltet, erlebt ihr am Wegesrand auch immer wieder die ein oder andere Überraschung. Ein einzigartiges Naturerlebnis habt ihr aber in jedem Fall. Und wo wir gerade von Naturerlebnissen sprechen, eine besonders sagenträchtige Formation schauen wir uns noch etwas genauer an, bevor es zum Blocksberg geht. Das Wort Blocksberg als Bezeichnung für den Brocken und andere europäische Erhebungen auch, steht in direktem Zusammenhang mit dem Hexentum und war als Begriff ab 1485 zum ersten Mal vereinzelt zu lesen. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde dann aus ihm Deutschlands Hauptversammlungsort für Hexen. Block oder auch Hackeblock war seinerzeit eine Bezeichnung für Zauberinnen. Aber zurück zu den Naturschönheiten. Die Rede ist von der sogenannten Teufelsmauer, einer etwa 20 Kilometer langen Erhebung aus hartem Sandstein der oberen Kreidezeit. Nach einer Sage aus der Sammlung der Brüder Grimm hat sie, wie der Name schon vermuten lässt, der Teufel selbst im Wettstreit mit Gott erschaffen. Aus Wut über seine Niederlage aber zum Teil wieder eingerissen, so dass nur noch einzelne markante Gebilde stehen geblieben sind. In anderen Erzählungen ist auch von Elfen und immer wieder vom Leibhaftigen selbst die Rede. Eine so bedeutende Formation hat natürlich ihre eigene Wanderroute verdient, den Teufelsmauerstieg. Nun aber ohne weitere Umschweife zurück zum Sturm auf den Gipfel. Ich habe mich für meinen Aufstieg diesmal für eine weniger anstrengende Fortbewegungsmöglichkeit entschieden. Nein, kein Besen, sondern die dampfbetriebene Schmalspurbahn. Als überregionale Touristenattraktion ist sie mit ihren über 140 Kilometern Gesamtlänge, verteilt auf 3 Linien, ganzjährig in Betrieb. Die Brockenbahn, die von 3 Annenhohne startet und ihre Fahrgäste bereits seit den späten 1890ern befördert, steuert als Ziel direkt den Blocksberg an. Genau wie bei den Wanderwegen könnt ihr eure Bahnreise aber auch ganz individuell gestalten. Start- und Zielbahnhof, Streckenverlauf, Zwischenhalte, alles nach euren Wünschen planbar. Und natürlich habt ihr auch hier ein beeindruckendes Erlebnis in den verwunschenen Gebirgswäldern. Schlussendlich haben wir es dann zum Gipfel geschafft, in 1141 Metern Höhe, und sind offensichtlich nicht die Ersten. Eine ganze Schar von Hexen und Dämonen feiert ausgelassen, angeführt von ihrem Fürsten der Finsternis. Und dort feiern sie ihren Sabbat auch schon eine ganze Weile. Schon um 1300 berichtete man von Zusammenkünften geisterhafter Wesen. Mit der Hexenverfolgung etwa um 1540 wurde der Gipfel dann endgültig zu einem wichtigen Versammlungspunkt für die Angehörigen der Schattenwelt.
Durch besondere Wetterbedingungen und optische Täuschungen, wie dem Brockengespenst, mussten die Menschen natürlich in ihren Annahmen noch bestärkt werden. Im weiteren Verlauf der Geschichte hat auch die Szene Walpurgisnacht aus Goethes Faust ihren Teil dazu beigetragen. Er selbst war übrigens begeisterter Brockenwanderer. Wie zum Beispiel auch Heinrich Heine. So tanzen und zelebrieren die Hexen und Teufel ihre schwarze Messe nun schon ein Jahrhundert ums andere. Und der Glaube hat sich bis in die jüngere Vergangenheit und die Gegenwart gehalten und bestärkt. Etwa der Parapsychologe Harry Price und sein Hexenexperiment 1932 zum Nachweis des Hexentums. Seiner Ansicht nach kam dafür nur der Brocken in Frage. Und die Rockoper Faust, die seit 2006 ja aufgeführt wird, und erhält jedes Jahr zahlreiche Besucher. Alle Sagen, Legenden und Begebenheiten könnt ihr vor Ort auch gern nochmal im Detail nachvollziehen. Im Brockenhaus. Als Museum und Besucherzentrum des Nationalparks Harz eingerichtet, befindet es sich im Gebäude einer ehemaligen Abhöranlage des MFS. Weithin sichtbar die Kuppel, die zu DDR-Zeiten mit Abhörtechnik vollgestopft war. Und der moderne Glasanbau. Zum Abschluss unserer Rundreise dürfen wir auch das dunkelste Kapitel des Hexentums nicht unberührt lassen. Die Verfolgung und Ermordung Unschuldiger während der Zeit der Hexenprozesse. Dazu habe ich mich nach Quedlinburg begeben. UNESCO-Weltkulturerbestadt. Und mit über 2100 Fachwerkhäusern in der Altstadt, eines der bedeutendsten Flächendenkmäler in Deutschland. Der Schreckensturm, auch unter dem Namen Marteturm bekannt, Teil der ehemaligen Stadtbefestigung, war Hauptort der Folter. Berichte darüber, dass im Jahr 1589 an einem einzigen Tag 133 Menschen hingerichtet wurden, stellten sich später als falsch heraus. Dennoch fanden mindestens 40 Menschen während der Hexenverfolgung den Tod. Nach der Tortur wurden die Opfer in die Keller des Rathauses gesperrt, in Erwartung neuerlicher Folter. Oder ihrer Hinrichtung auf dem Galgenberg. Wernigerode, ein städtisches Kleinod der Harzregion. Man findet hier das weithin bekannte Fachwerkrathaus am Marktplatz, erstmals 1277 erwähnt, das Schloss der Grafen von Wernigerode und allerlei andere skurrile Bauten, wie das kleinste Haus der Stadt oder das Schieferhaus. Und an der ein oder anderen Ecke begegnen uns auch immer wieder magische Weggefährtinnen,
die sich die Stadt quasi zurückerobert haben. Im Zeitraum von 1521 bis 1708 wurden fast 60 Männer und Frauen für angeblich gottlose Taten angeklagt und letztendlich auch in den meisten Fällen verurteilt. Etwa ein Fünftel aller bisher nachgewiesenen Fälle in Sachsen-Anhalt, das ohnehin zu einer der Schwerpunktregionen der Hexenverfolgung wurde. Die Stadt erinnert seit 2017 mit einer Tafel in der Stadtmauer am alten Amtshaus daran. Damit soll der Opfer gedacht und diese rehabilitiert werden. Der Platz ist durchaus gut gewählt. Fanden doch genau in diesem Amtshaus die Inhaftierungen und peinlichen Befragungen unter Folter statt. Wie auch in der alten Kanzlei des Schlosses. Und von hier, der Hexenuhr und dem Hexentor des Schlosses Wernigerode, möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, der kleine Rundflug hat euch gefallen und ihr konntet einen Einblick in die verhexte Sagenwelt des Harzes bekommen. Ich freue mich schon auf die nächste Reise mit euch, mit oder ohne Besen. Bis zum nächsten Mal.